Ich bin Merle Tischer und ich bin seit Juli diesen Jahres bei Fenster24 als Head of Service tätig. Fenster24 ist der Pionier im Online-Vertrieb rund um Bauelemente. Also Schwerpunkte haben wir Türen, Fenster und Rollläden und zeichnen uns durch telefonische Beratungen aus. Also wir haben natürlich ein bisschen kleiner angefangen. Mittlerweile haben wir rund 100 Mitarbeiter. Wir arbeiten mit vielen Subunternehmen zusammen. Wir arbeiten mit viel mehr Herstellern zusammen, wodurch wir unsere Produktpalette sehr vielfältig ausbauen konnten. Wir haben mittlerweile auch hier bei uns im Standort ein weiteres Unternehmen mitsitzen. Das ist zum Beispiel für Markisen und Raffstoranlagen zuständig. Eine unserer Herausforderungen war zum Beispiel das sich weiterentwickelnde E-Commerce, den wir uns natürlich auch immer mit anpassen. Dann hatten wir eine Herausforderung gerade mit Corona. Wir hatten mit Lieferengpässen zu tun und Störungen der Lieferketten, wodurch wir aber an uns selbst arbeiten konnten und Abläufe verbessern konnten. Durch die Analyse-Tools von Trusted Shops konnten wir Probleme der Kunden verdeutlichen und unsere Prozesse optimieren. Also bei Trusted Shops gefällt uns am besten, dass, wie gesagt, die Bewertungen ehrlich sind, dass sie fair sind. Gerade in Bezug zu Google haben wir zum Beispiel Kunden, die haben eine schlechte Erfahrung und posten das viel, viel öfter. Und das haben wir mit Trusted Shops nicht und können das dadurch vermeiden. Der große Vorteil bei Trusted Shops als Partner ist tatsächlich die ausgefeilten Systeme und die große Reichweite. Dadurch können wir Kundenzufriedenheit garantieren und auch Kunden gewinnen. Die Trusted Shops Bewertungen helfen uns vor allem dabei, unsere Kunden besser zu verstehen, damit wir Prozesse optimieren können. Wir können dadurch in unserer täglichen Arbeit natürlich davon profitieren, indem wir die schlechten Bewertungen anschauen, uns das einmal vor Augen rufen, das reflektieren und an uns arbeiten. Sobald wir eine neue Trusted Shops Bewertung erhalten, wird die natürlich von uns geprüft. Ist es eine gute Bewertung, kriegt der Kunde individuelles Feedback dazu. Bei schlechten Bewertungen gucken wir uns das alles einmal an. Wir prüfen interne Vorgänge, wir reflektieren die einmal. Der Kunde kriegt auch hier eine individuelle Rückmeldung und das hilft uns dabei, auch die Kundenzufriedenheit stetig zu verbessern.